So, Nick, auf geht's. Ich habe gerade gehört von Sebastian. Das ist wissenschaftlich. Wissenschaftlich von Salat schrumpft der Bizeps. Merkt euch das ab jetzt. Ihr liegt dran, wenn ihr zu viel Bizeps habt, viel Salat. Wenn zu wenig, weglassen. Der Nick isst nur Salat. Ich esse nicht. Ja. So, jetzt zum Video, schnell hier zum Intro. Wie ihr seht, KT, ein Arm, Muskeln. Heute geht es ums Thema Krafttraining. In Verbindung oder in Kombination mit Ausdauertraining. Wie verhält sich das? Was muss man beachten? Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Hier ist noch ein roter Pfeil. Weiß ich nicht, was das heißt. Zeigt euch Sebastian gleich. Viel Spaß beim Video. So, Nick, ich esse auch viel Salat. Du isst noch mehr als ich. Ich esse nur Salat. So, also Nick hat schon gesagt, heute geht es darum, wie man Kraft- und Ausdauertraining, also vor allem, aber auch noch mit differenziert in HIIT- und LIIT-Training, also hochintensives Training und niedrigintensives Training, miteinander kombinieren kann. Genau, darauf gehen wir auch im nächsten Video ein, in der Praxis. Ich kann auch schon mal ein bisschen anteasern, dann gucken wir uns mal an, was ein sehr erfolgreicher Triathlet macht. Jetzt aber erstmal hier. Ich? Ja. Ah, da gucken wir weg. Okay, also Krafttraining, da haben wir natürlich eine ganze Signalkaskade, die dann irgendwelche Enzyme triggert und so weiter. Ich habe das wie immer so weit runtergebrochen, wie es eben geht. Auf jeden Fall gibt es hier so ein Schlüsselenzym, das ist eine Proteinstruktur natürlich, mTOR. Googelt das, wenn ihr da genau wissen wollt, was das ist. Es geht aber im Grunde nur darum, dass es hier eine Schlüsselrolle einnimmt in der Anpassung zum Krafttraining, also zum Beispiel im Hypertrophiereiz. Also dass der Bizeps oder welcher Muskel auch immer, den habe ich natürlich hier sehr kunstvoll gezeichnet, wächst. So. Das ist also ein Schlüssel. Und jetzt muss man natürlich sich überlegen, wenn man dazu auch noch Ausdauertraining macht, was muss man dabei beachten? Und wir wissen, dass HIIT-Training hier eine Signalkaskade über AMPK, auch da wieder schaut ihr einfach also wenn ihr da genauer was zu wissen wollt, googelt ihr das einfach. Wir werden es vielleicht auch später nochmal uns angucken. Können wir was verlinken? In die Beschreibung? Hast du da was? Sollen erstmal selber suchen. Ja. Oder lest einfach vielleicht mal das aktuelle Trimac. Da haben wir nämlich mit Simon Müller auch so ein bisschen was gemacht zu dem Thema. Schaut einfach mal. Da gibt es einen Text dazu, zum Radtraining. Also AMPK ist aber im Grunde so ein Energiemangelsensor, kann man quasi sagen. Und über diesen Signalweg werden dann zum Beispiel auch verschiedene Anpassungsmechanismen getriggert, unter anderem auch die mitochondriale Genese, also die Bildung von Mitochondrien. Wir wissen aber, dass diese AMPK sich auch etwas hemmend auf diesen mTOR-Signalweg hier auswirken kann. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, ihr macht wie morgens Krafttraining und dann mit einem relativ geringen Abstand noch ein HIIT-Training, dann wissen wir, dass die Kraftanpassung oder diese Signalkaskade gehemmt wird. Also da bitte sich immer Gedanken machen, wie man das kombinieren sollte. Oder das bitte unbedingt vermeiden, wenn ihr beide Reize optimal irgendwie, oder wenn die sie anpassen sollen. So, deshalb, und das seht ihr hier, da haben wir eine weniger starke inhibitorische, also hemmende Wirkung, wenn man nämlich eben Low Intensity macht. Dabei geht es hier um die Calcium-Calmodium-Kinase. Das ist nichts anderes als, dass wir über einen längeren Zeitraum im Ausdauertraining eine erhöhte Calcium-Konzentration im Muskel haben oder in der Muskulatur haben. Und darüber werden auch wieder entsprechende Anpassungsprozesse erzielt, unter anderem wieder auch mehr Mitochondrien gebildet. Wir haben jetzt aber hier eigentlich keine wirkliche negative Auswirkung, zum Beispiel auf mTOR. Das heißt, erste Regel, wenn wir Krafttraining machen wollen als Triathleten, dann sollten wir das eher mit Low-Intensity-Training kombinieren. Zudem kann man sich natürlich auch überlegen, wenn wir morgens Krafttraining machen und danach auf die Bahn gehen, dann wird es natürlich schwierig, die Intervalle zu laufen. Ja, also die Intervallzeiten zu erreichen in der Ermüdung und so weiter. Also das sind so wesentliche Sachen, die ihr einfach berücksichtigen solltet in eurem Training. Ein Mindestabstand sagt man, ich würde jetzt an eurer Stelle sagen, weil wir ja hier auch im Amateurbereich viel unterwegs sind, von 24 Stunden. Also wenn ihr an einem Tag Krafttraining macht, dann macht an dem Tag nur noch lockeres Training und dann erst am nächsten Tag ein intensives Training. Wir sehen im nächsten Video, dass das auch Profis so machen. Genau. Also das wieder sehr einfach, das könnt ihr berücksichtigen. Nochmal, Krafttraining isoliert mit lockerem Training kombinieren und dann eher ein HIIT-Training am nächsten Tag oder eben umgekehrt.
So, dann auch nochmal, was sollte man zuerst machen? Wenn der Krafttrainingsreiz im Winter zum Beispiel euer Hauptziel ist, weil ihr sagt, okay, ich brauche mehr Kraft, warum auch immer, dann bitte diesen Krafttrainingsreiz zuerst setzen und dann erst später das Low-Intensity-Training da hinzufügen. Mit einer Pause dazwischen. Mit einer Pause, genau. Also auch da bitte vielleicht eher 4 Stunden, aber die meisten trainieren eh vor der Arbeit und dann nach der Arbeit, ne Nick? Mhm. Und deshalb würde sich diese Pause dann auch schon anbieten. Und wenn die Ausdauer euer Hauptziel ist, dann trainiert eher das Low-Intensity zuerst und dann eben später Kraft. Also auch da nochmal Schwerpunkte setzen. Aber wir wollten euch eigentlich nur sagen, HIIT und Krafttraining, das verträgt sich nicht wirklich miteinander, deshalb das eher vermeiden. Genau, das war's für heute. Wieder was gelernt. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.